Grüßt euch Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Tag auf der Invictus Lounge Week 2952 und unschwer zu erkennen hier vorne gucken uns schon ganz böse drei Schiffe von Crusaders Industries an und zwar die Starlifter Varianten, denn heute haben wir hier auf der Messe Crusader Industries, dann haben wir Tamburland Systems und wir haben, wen haben wir noch? Misk. Misk, genau, den Musashi Industrial and Starflight Konzern. Und bevor es losgeht, schauen wir mal ganz kurz hier auf den Übersichtsplan. Jawohl, wir haben hier in der Haupthalle die Starlifter M2, die A2 und die C2. In der Mitte sind noch ein paar Panzer. Da hinten sehen wir sie. Ich glaube, so war das letztes Jahr ähnlich aufgebaut. Dann haben wir da in der rechten Halle die Ares Inferno und die Iron und zweimal Mercury Starrunner. Okay, warum auch immer. Und links haben wir dann noch ein paar Misk-Schiffe. Ja, ich glaube, das ist auch 1:1, so wie es schon mal war, ne? Ja. Zumindest kommt mir das sehr bekannt vor. Gut, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Ja, Space Docker, der holt sich noch ein Käffchen, ne? Ich verdurste sonst. Ja, bei mir geht's noch, bei mir geht's noch. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an hier mit den beiden drei großen Schiffen. Und zwar hier rechts mit der C2, würde ich sagen. Fangen wir mal an. Da gehen wir auch mal kurz rein. Das ist ja ein Schiff, was relativ spät, glaube ich, kam. Es war, glaube ich, mit das... War das die Starlifter oder die Starfighter, die zum Schluss kam? Die Starfighter kam zum Schluss, ne? Die Ares waren die letzten. Na, wenn du so willst, eigentlich die A2, aber... Ja, stimmt, okay, genau. Ne, aber verdammt, auch ein Schiff, wo sehr viele drauf gewartet haben, auf diese Varianten hier. Ne, das ist wirklich ein Schiff, wo jeder... Trader von träumt. Ich befürchte, das Ding kriegen wir gar nicht auf. Das alte Problem. Jetzt. Geht's auf? Wahnsinn. Ja, mega. Mega. Gut, ja. Man hätte auch noch den Fahrstuhl nehmen können. Der wäre genau. Stimmt, auf. Stimmt. Genau, das Ding hat zwei Etagen. Ne? Das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. Wir können das von beiden Seiten öffnen. Hier vorne können wir rein und hinten auch. Und theoretisch kann man auch komplett durchfahren, wenn man will. Ne? Also man kriegt hier auch, man kriegt die Panzer hier rein. Ich glaube, drei Stück kriegt man hier locker rein. Man kriegt Fahrzeuge hier rein, jeglicher Art. Gibt, glaube ich, kein Fahrzeug, was hier nicht reinpasst. Also wirklich, das ist, ne, hier, guckt euch das an. Das ist mal ein Hangar. Total geil. Ne? Insgesamt haben wir hier auf jeden Fall 696 Standard-Cargo-Units müssten das sein. Das hat sich ja irgendwann zwar nochmal angepasst, aber ich glaube, das müsste die letzte Zahl sein. Das ist das aktuelle, ja. Genau, Mindestcrew von 2 haben wir hier. Ne? Ist natürlich, wie gesagt, die Mindestcrew. Mehr ist immer besser. Dann haben wir hier. Das ist auch Maxcrew bei dem Schiff hier. Ah ja, ja gut, okay, kannst ja mehr mitnehmen, wenn du willst. Ja, aber ist halt für 2 Mann ausgelegt. Jo. Genau, unten, wie gesagt, ist der ganze Frachtraum. Hier habt ihr noch einen Fahrstuhl, da könnt ihr auch hochfahren. Und dann habt ihr hier ziemlich viele Komponenten. Ne? Da habt ihr überall Fächer, da könnt ihr was rein verstauen. Hier, ne, sehr cool. So, müsst ihr euch mal ein bisschen angucken, ne? Überall habt ihr hier Storage Unit, steht auch dran meistens. Ja, stand da dran, ich glaube auch Storage Unit oder es gibt glaube ich zwei Arten von Fächern hier, ne? Life Support, genau, die gibt es. Es gibt hier mehrere, es gibt glaube ich 6 Stück insgesamt. Und das ist Storage Unit wieder, genau, das ist Life Support. In der Mitte hast du nochmal welche. Genau, hier wird wahrscheinlich noch was fehlen, ne? Bei dem Life Support. Da fehlt doch der Life Support, ja. Ja, genau. Ne, und dann kann man hier einmal so rumlaufen. Ist schon echt ein geiles Schiff. Auf der Seite auch nochmal das Ganze. Da und hast du dein Radar drin. Auf der Seite? Auf der Seite vorne, wo Life Support ist, auf der anderen Seite Radar. Okay. Na, hier haben wir auch wieder irgendwelche Fächer und hier, das müsste das Jump Drive sein, glaube ich, ne? Oder irgendwas, was dazugehört, zumindest. Na, hier überall kann man das alles schon aufmachen. Sehr, steht auch sehr unter den Zahlen steht auch dran, was drin ist. Ich meine, dieses Ding, dieses glühende Ding auf der anderen Seite, meine ich. Ach so. Das ist, glaube ich, ja auch auf der Aiden die Jump drin. Ja. So ähnlich. Ne, und ja, das hätte ich. Das gehört zum Antriebssystem halt irgendwie. Das ist übrigens der Weg in den Himmel hier. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ne, auf der anderen Seite haben wir das dann auch nochmal da hinten. Ne? Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier die Recreation. Da gehen wir mal ganz kurz rein, dann gucken wir uns nochmal an. Ja, das ist der Aufenthaltsbereich hier mit einer Sitzgruppe, so ein paar Bücher, eine Enzyklopädie. Ne, könnt ihr euch hier mal durchlesen.
Dann hier links und rechts ein bisschen Küche. Ein Schrank, den man irgendwann auch aufmachen kann. Da kann man sich dann eine Melone rausnehmen. Hier so ein bisschen Zeug noch. Das wird ja alles irgendwann wirklich bedienbar sein, benutzbar sein, rausnehmbar sein, umtauschbar sein. Das soll ja dieses Jahr, Ende des Jahres, noch so weit gelöst werden. Wie weit das natürlich dann kommt, das müssen wir mal abwarten. Aber auf jeden Fall wird sich da noch einiges tun. So, und auf der anderen Seite müsste, glaube ich, die Habitation sein, ne? Wo dann Bubu gemacht wird. Genau. Genau. Ne, hier haben wir ein paar Schränke, die kann man natürlich auch schon aufmachen. Reintun. Hier ein paar Betten. Ne, da ein Teddy. Dann hier dieses Spiel. Wie heißt das nochmal, dieses Spiel mit der Kugel? Das hat doch bestimmt einen Namen, oder? Klick-Klack-Spiel. Nee, keine Ahnung. Na, hier ein Klo haben wir auch. Können wir reingehen. So, können wir hier zumachen. Und können wir auch abschließen. So, jetzt kommt keiner mehr rein von außen. Jetzt könnt ihr hier richtig schön Dings machen. Von draußen zeigt sogar das Display an, dass du es verschlossen hast und jetzt gerade wieder geöffnet hast. Sehr geil. Cool. Ein kleiner Wal liegt hier noch. Naja, ein kleiner. Ist schon toll gemacht. Man kann wirklich sehr viel entdecken. So, und dann haben wir da vorne natürlich noch das Cocktail. Cockpit. Den Cocktail-Shaker. Nein, den Cockpit-Bereich natürlich, meine ich. So, geht er hier vorne durch. Natürlich alles im Stile von Crusader Industries. Ne, wenn wir uns die Mercury Starrunner noch angucken, da werdet ihr viele Dinge wiedererkennen. Hier, das Ganze können wir auch aufmachen. Ne, sehr, sehr geil. Hier auch. Ne, hier zum Beispiel sind die Schildgeneratoren zu sehen. Dann haben wir hier auf der Seite noch ein paar Rettungskapseln, glaube ich, hier ein Escape Pod. Auf der Seite, genau, das ist einmal der Escape Pod, der ist hier vorne für beide und da sind dann die Flight Suits drin. Ne? Da könnt ihr halt dann eure Anzüge reinstellen und hier vorne haben wir dann das Cockpit. Ne, so, hier vorne haben wir auch nochmal einen mysteriösen Schrank. Dann hier vorne in der Mitte, da könnt ihr zum Beispiel eure Handwaffen reinpacken. Ne, da ist das für eure, hier, ne, für die kleinen Sidearms. Schon sehr, sehr cool. Gut, gehen wir weiter. Ne, wie gesagt, ihr könnt euch das ausleihen, probiert das aus. Fliegt sich wirklich sehr, sehr träge, aber das muss es auch. Also fühlt sich auch sehr, also fühlt sich sehr gut an, ne, muss ich sagen. Also passt auch schon mittlerweile vom Sound her auch sehr geil. Und dann gibt es davon dieser Serie noch, also das ist ja die C2, das ist die Cargo-Variante, dann gibt es die M2, das ist die Kampf-Variante und dann gibt es die A2. Und die A2, das ist praktisch die mit den Bomben. Ne, da sind dicke Bomben drin, die gucken wir uns auch gleich kurz nochmal an. Und in der M2 letztendlich ist hier oben, gibt es einen Raum, statt den Aufenthaltsraum gibt es dort halt einen Raum, wo ihr extreme Geschütze noch drin habt, wo halt ganz viele Remote Turrets drinne sitzen, ne? Denn die M2 ist ein bisschen besser bewaffnet und ich glaube auch die A2 hat das, glaube ich, auch, ne? Ne, die M2 ist nur ein Geschützturm mehr, die hat unter der Nase den einen Geschützturm. Okay. Und im Prinzip ist das, die hat halt, dafür hat die so Jumpsuits im hinteren Bereich mit drinne. Dort, wo das Recreation war, ist hier so ein Raum, wo du jede Menge Soldaten noch mitnehmen kannst. Genau, das müsste die hier sein, das ist die M2. Ist ähnlich aufgebaut, leicht modifiziert und das da ist die A2, der Bomber. Den schauen wir uns auch nochmal ganz kurz von innen an. Dann seht ihr nochmal den Unterschied. Ich zeige euch jetzt auch, wenn wir ihn aufkriegen. Ne, müssen wir mal gucken. Ah, wir können ja mal versuchen, den Fahrstuhl zu nehmen. Vielleicht geht das ja. Der natürlich auf der anderen Seite ist. Ah, vorne geht auch gerade auf. Echt? Ah, super. Dann gehen wir vorne rein. Wenn ich nicht erschlagen werde. Oder die Panzer weggeschoben werden. Oh. Ja, ist knapp. Genau, und ihr seht schon, ne, natürlich dadurch, dass hier viel mehr verbaut ist, hier hinten diesen einen Bombenschacht hier und auf der anderen Seite auch, ne, da stehen die Zahlen dran, hier könnt ihr auch übrigens reingehen, ne, könnt ihr aufmachen, warum auch immer, ne, wahrscheinlich damit ihr die Bomben warten könnt, ne, könnt ihr hier dann irgendwas dran rumschrauben, keine Ahnung.
Und hier gibt es noch einen Monitor, ne, da kann man dann später auch noch was machen. Und hier unten öffnet sich dann die Luke und dann werden diese Bomben halt abgeworfen. Insgesamt zwei auf jeder Seite und die machen dann schon ordentlich Bums auf dem Boden. Ne. Dafür hat diese Variante halt viel weniger Frachtraum, nicht nur 216 Standard Cargo Units. Dafür aber halt eine bessere... Also erstmal nehmen die Bomben natürlich den Platz weg, logischerweise. Und dann ist die Hüllenpanzerung auch noch viel, viel besser, um euch halt auch wegen den Bombenschächten halt... ne, abgezogen da. Deswegen ist es halt ein bisschen weniger. Und ich glaube sogar auch, die M2 hat weniger Cargo. Das müsste so 522 sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Allein auch, weil sie halt einfach eine bessere Panzerung hat und dadurch ein bisschen vom Innenraum weg ist. Na, ja, ums Gewicht geht's da. Na gut. Die ist halt schwerer. Oh, jetzt habe ich die Füße versittert im Gesicht gehabt. So, und dann gibt es halt hier noch einen Unterschied, ne, das ist nämlich hier, das ist die Habitation, die ist gleich, ne, das zeige ich euch nochmal ganz kurz, ne, hier haben wir wieder das gleiche, was ihr eben gesehen habt, aber ihr seht halt für viel mehr Mannschaftsmitglieder, ne, insgesamt 8 Stück sind hier mindestens Crew, dann haben wir hier die Küche gleich noch angeschlossen, ne, da haben wir noch eine Tür, das war auf der anderen Variante ein bisschen größer, ne, da waren ja noch die ganzen Schränke mit den Büchern, oh, hier, Kollege, komm rein, kommen Sie rein, ah, nee, dann nicht. Das fehlt hier natürlich alles, ne? Weil das ist wirklich für den Einsatz hier gedacht. Und auf der Seite gibt es dann jetzt den richtigen Unterschied. Hier haben wir auf der Seite einmal den Bereich, wo wir die ganzen Flight Suits haben. Ne? Hier überall können wir unsere Rüstung reinpacken. Ist halt nicht nur Flight Suits, ist natürlich komplette Rüstung, können wir da reinpacken, denke ich mal. Ne? Und hier auf der Seite haben wir dann die ganzen Waffen, Langwaffen, Kurzwaffen, sogar richtig fette Waffen. Ne? Hier können wir dann so Granatlauncher mit reinpacken oder hier Missile-Launcher oder was auch immer. Ne, die dicken Dinger hinsetzen können wir uns auch. Und hier haben wir das auch nochmal. Ne, also hier können wir uns richtig ausstatten. Und hier sitzen dann letztendlich die Leute in ihren Rainbow Toads. Ich finde, das sieht halt mega geil aus, ne, mit diesen roten Streifen. Das erinnert mich immer so an irgendwelchen... Ja, so ein richtiger Remote Toad. Ne, wie in... Keine Ahnung, in so einem Tron-Film oder so. Total geil. Ja, sehr, sehr cool. Ist halt wirklich, das ist halt eher so ein richtiges Militärschiff. Ne? Und vorne ist es halt auch relativ gleich an der Stelle. Sind wir ja aber auch schon ab und zu geflogen. Aber man merkt immer, finde ich, wie viele Varianten an Schiffen es schon mittlerweile gibt und Fahrzeuge. Das merkt man immer, wenn man mal wieder auf einem Schiff ist, was man auf so einer Intergalactic Aerospace Expo, beziehungsweise Invictus Launch Week ist es ja, besichtigt. Dann merkt man es immer so, ja stimmt, ist man auch ewig schon nicht mehr geflogen. Abgesehen davon hat man natürlich auch nicht alles. Ne, hat einer von euch die A2? Ich habe alle drei. Ach ja, ach so. So, und hier haben wir natürlich den Panzer. Ne? Der Panzer, das war auch ein Fahrzeug, was lange begehrt war von der Community. Und es macht auch ein irres Spaß. Wir haben ja ab und zu schon mal so Tonk-Battles gemacht. Und wirklich, es macht irre Spaß. Vom Fahrverhalten her ist das Ding geil. Vom Schießverhalten her, die Explosion, wenn man da trifft und so. Das macht schon wirklich enorm viel Spaß. Müssen wir, glaube ich, auch mal wieder machen. Ne, wirklich ein tolles Ding. Ja, aber auch das leitet euch mal aus. Ne? Ihr müsst dann natürlich runterfliegen zu einer Außenposten, zu einer Station, wo ihr dann Fahrzeuge spawnen könnt. Die Dinger könnt ihr jetzt nicht oben auf einer Raumstation oder hier in Orison spawnen. Da müsst ihr wirklich auf dem Planeten oder auf dem Mond fliegen, wo ihr das machen könnt. Und dann könnt ihr damit rumfahren und ihr werdet sehen, das Ding macht schon echt Laune. Gut, dann gehen wir erstmal, wollen wir erstmal nach rechts gehen oder gehen wir erstmal da rein? Und ansonsten auch, wie jedes Mal der Hinweis, ne, hier auf der Messe sind viele, viele Komponenten ausgestellt. Die könnt ihr euch hier besorgen, gerade die ganzen Laser-Repeater da hinten oder eher gesagt da hinten, ne, die da. Da, die gibt es hier halt, die könnt ihr euch hier besorgen. Sonst müsst ihr halt quer durchs Verse fliegen und euch die einsammeln. Ne. Hier könnt ihr die einmal richtig schön im Pack kaufen. Ich habe mir, glaube ich, auch pro 5 gekauft. Leider gibt es hier kein Crossfield. Ja, das ist ein bisschen schade. Das ist ein Quantum Drive, den benutze ich sehr gerne. Das ist, glaube ich, Size 2. Und, aber der gibt es auf PO. Ja, genau, den kann man sich auf PO holen. Aber ansonsten, wie gesagt, muss man da auch quer durchs Verse fliegen. Wenn man halt nicht gerade da ist, wo es den gibt. So, hier haben wir die F8. Jeden Tag. Ne, ich wundere mich schon immer, wenn ich hier so
so dran vorbeiläufe, dann kriege ich mal ganz feuchte Augen. Ich denke immer so, was ist denn los? Ach ja, genau. Da ist ja noch die F8. So, dann kommen wir hier in die nächste Halle. Waren wir in der hier schon mal? War die schon mal irgendwann auf? Zu irgendeiner Ausstellung? Ja, bei der weiß ich es jetzt nicht genau. Nee, ich glaube, die Halle war noch nicht offen gewesen. Nee, ne? Doch. Ja? War jetzt nur die letzten zwei Tage. Ach, stimmt. Anvil und Anvil. Ja, genau. Stimmt, du hast recht. Da standen doch hier die F8 und so, ne? Genau. War das hier? Nee, das war eine andere Halle, die F8. Ha, ist ja auch egal. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein paar Mistschiffe. Wir fangen mal mit dem kleinsten an. Das müsste die X sein, ne? Genau, das ist die Razor X. Das ist eine Stealth-Variante. Das ist eigentlich, kommt das aus dem Rennbereich dieses Schiffes. Dieses Schiff. Und das ist letztendlich ein Schiff, was vom Militär eingesetzt wird, um schnell mal was auszukundschaften. Denn das Ding ist halt, hat halt spezielle Komponenten verbaut. Und zwar ist das Ding komplett auf. Also hat signalreduzierte Materialien verbaut und Tarnkomponenten, ne, irgendwie. Und ist halt komplett, ja, fast unsichtbar. Und durch die Schnelligkeit, wenn ihr da richtig Vollgas gibt, dann ist das eher so, hä, was war das denn gerade? Ne, und nichts auf dem Radar. So ungefähr. Und dafür wurde das oder wird das genutzt. Ja, ansonsten gibt es dann die normale Razor. Das ist halt so eine wirkliche Rennvariante. Und die ist auch eins der geilsten Rennschiffe, finde ich. Neben der M50. Total cool. Macht irre Bock. So, was ist mit dir hier eigentlich, Kollege? Ganz stolz. Gut, gehen wir nach links. Dort haben wir eine Reliant-Variante. Und zwar müsste das die Tana sein, ne? Ja. Genau. Das ist die Kampfvariante dieser MISC Reliant Serie. Da gibt es insgesamt 4 Stück von. Einmal die Reliant Core. Das ist die Frachtvariante, kann man sagen. So die Standardvariante gab es auch mal als Starterpack. Und dann gibt es die wie heißen sie noch? Marco, das ist die Broadcaster-Variante. Und dann gibt es noch die Zen, das ist die Forschungsvariante. Ne? Da gibt es dann drinnen so ein paar. Ja, letztendlich unterscheiden sich die Schiffe im inneren Bereich und vom Außen so ein bisschen von der Farbe und vom Loadout. Natürlich vom Design sind die alle gleich. Ne? Und bei der Tana zum Beispiel, dort haben wir hier halt, ist alles ein bisschen auf Kampf ausgelegt. Ne? Alles, was man braucht. Ne? Hier im Waffenrex und sowas alles. Und bei der Zen haben wir dann hier so eine kleine Forschungsstation und bei der Marco ist dann so ein kleiner Tisch, wo wir dann so einen Fernseher haben fürs Broadcasten und so weiter und so fort. Und bei der normalen Core, da habt ihr dann so ein bisschen mehr Frachtraum. Ich glaube, die hier, ich weiß gar nicht, hat die überhaupt Frachtraum? Ich glaube, ein Standard-Cargo-Unit, ne? Hat die noch. Ne, die Zen, die Marco haben gar keine und die normale Core hat 6. Ne, so kann man das. So gibt es die kleinen Unterschiede. Aber im Grunde genommen ist das wirklich ein schönes Schiff. Das ist auch das Lieblingsschiff von Rötti. Und das Schöne ist halt an diesem Schiff, wenn ihr da das Fahrwerk einfahrt, dann schwenkt sich dieser ganze Bereich einmal so um 45 Grad rum. Ne, um 90 Grad. So. Ja, und das sieht ganz ziemlich ganz cool aus. Ich glaube, weiß ich gar nicht, kann man das auch unabhängig vom Fahrwerk machen? Wisst ihr das? Geht das auch mit links Alt und K? Dass die Flügel sich umklappen oder was? Ohne das Fahrwerk? Das geht. Das geht, ja, das geht. Das ist VTOL-Taste. Ah ja, die ist das. Okay. Ich finde, das ist auch das einzige Schiff von MISC, wo die Zusammenarbeit mit der Xi'an-Technologie also so richtig rüberkommt. Und wie kommst du drauf? Wegen den Triebwerken, oder? Auch, weil, sag ich mal, sich das so transformiert. Also die Flügel auf hochkippt, erinnert dann schon an K2AL. Ja, stimmt, hast du recht. Genau, apropos K2AL, es kommt ja eine Woche später nach der Invictus Launch Week, ist ja noch die Alien Week. Ja, die wird ja auch noch auf uns zukommen, freue ich mich auch schon drauf. Die ist aber nicht wie die Invictus Launch Week, dass da jeden Tag irgendwie neue Aussteller kommen. Ich glaube, das wird dann einmal announced auf der Seite von Robert Space Industries. Ich glaube, in-game kann man auch gar nichts angucken, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, in-game. Nee, also war bisher zumindest nicht so. Nee. Ja, müssen wir mal abwarten. Na, ansonsten habt ihr hier auch ein Cockpit für 2, ne? Das ist halt auch was Besonderes. Ne? Und hier natürlich die Taubenstange, nicht zu vergessen hier vorne. So, dann gehen wir erstmal rüber. Auf die andere Seite. Dort haben wir auch noch ein schickes Schiffchen stehen, was ich auch eine Zeit lang sehr gerne geflogen bin. Auch ein Schiff, was
wo es noch drei weitere Varianten gibt. Und das ist jetzt die Miss, die Freelancer Miss. Das ist die Kampfvariante der Freelancer in grün. Und ja, hat mittlerweile andere Waffen bekommen. Die hier hingen damals Gatlings dran. Da war das Ding noch richtig tödlich, aber da hatten wir auch noch unendlich Gatling-Munition. Mittlerweile ist das ja endlich und deswegen, ja, fliegt man die auch nicht mehr so gerne. Zumindest ich nicht. Da gibt es mittlerweile einfach auch bessere Schiffe. Damals war das wirklich ein Monster, das Ding. Und auch sonst relativ gleich aufgebaut. Ihr habt da hinten halt so ein bisschen Raum für Cargo. Das ist natürlich bei der Max, das ist die reine Cargo-Variante, ein bisschen mehr. Dann habt ihr hier die Missile-Schächte, hier links und rechts, die bewegen sich auch wirklich, wenn ihr Raketen abschießt, dann rattert das hier durch, sieht total cool aus. Hier habt ihr noch einen kleinen Zugang von außen, eine kleine Schleuse, hier könnt ihr auch noch ein bisschen Cargo hinstellen. Und hier vorne haben wir halt in diesem Bereich, der bei jeder Freelancer gleich ist. Vier Betten und natürlich dementsprechend auch vier Sitze im Cockpitbereich. Was oft bemängelt wird, ist die Sicht nach außen, aber das ist eh so ein Musashi Industrial Starflight-Ding. Die haben, glaube ich, überall irgendwie ihre... Obwohl, außer bei der Prospector. Da ist wirklich beste Sicht ever. Bessere Sicht gibt es nirgendwo. Ja, und das ganze Schiff ist halt, das glänzt halt dadurch, dass das halt so modular aufgebaut ist. Deswegen gibt es halt diese Varianten auch. Das Cockpit-Modul ist halt immer ausgehend und dann werden halt verschiedene Module da hinten aufgehängt. Beziehungsweise rangeflanscht oder wie man das sagt. Wirklich schönes Schiff. Habe ich auch mal eine Spaceport-Folge von gemacht. Wenn euch das interessiert, guckt euch das mal an. Da könnt ihr euch die ganzen Schiffe nochmal im Detail angucken. Und ich habe sie auch euch so gut es geht erklärt. So, hier vorne gibt es übrigens auch noch einen Eingang. Den gehe ich aber so selten rein, weil da gab es damals mal den Leiter Schlag mich tot Bug. Und seitdem nutze ich den immer so ungern. Aber ich glaube, das gibt es schon lange nicht mehr. So, und dann haben wir hier noch die Starfarer Jiminy oder Gemini. Das ist die Militärvariante, kann man sagen. Die erkennt man immer ganz gut daran an diesem Missile-Rack hier vorne in der Schnauze. Da gibt es dann auch die reine Tank-Variante. Die ist ja jetzt auch mit der 3.17 interessant geworden, mit dem Tank-Gameplay, mit dem Ship-to-Ship-Refueling. Vorher war das eigentlich eher relativ nutzlos, das Ding eigentlich. Außer man wollte sich mal verlaufen. Dafür war es ganz gut. Aber wie gesagt, es ist halt die reine Militärvariante, hat ein bisschen weniger Kapazität an Treibstofftanks, ist aber sehr, sehr stark gepanzert da, deswegen. Und ich denke mal, wenn man später mal vorhat, ein bisschen Krieg zu machen, dann wird man wahrscheinlich die Dinger hier mitnehmen. Wird ein Muss sein, denke ich mal. Wie war das nochmal hier, diese hinteren 6 Tanks, das sind die Tanks für die hinteren Treibstofftanks, genau. Also, oder? Die vorderen, das sind die Refinery, die praktisch die umwandeln, Ja, genau. Genau. Ja, und hier, das kennen wir ja auch zu Genüge, haben wir uns ja schon ewig oft angeguckt. Hier unten mit dem Frachtraum, hier haben wir natürlich ganz viele Jump Seats. Hier vorne geht es dann auch nochmal durch. Aber hier kann man sich wirklich gut verlaufen. Hier haben wir noch eine kleine Luke, da können wir rausgehen. Irgendwann werden wir wahrscheinlich uns auch andocken können damit. Aber haben wir ja, kennen wir ja auch von den abgestürzten Wracks. Das ist ja oft so eine Starfarer oder auch von dem Xenosret, der Xenosret-Mission. Da müssen wir ja auch da rein. Dann haben wir hier diese Balustrade. Hier vorne ist dann, oder beziehungsweise hinten, da haben wir diese Brücke, wo wir dann diese ganze Tankmechanik dann durchführen können. Diese Monitore hier. So sieht das Ganze dann aus. Können wir natürlich auch bedienen. Habe ich euch auch schon alles gezeigt. Ist ja nichts Neues. Alles alter Hut. So, dann haben wir hier noch Fahrstühle. Mit denen können wir auch nach oben fahren, wenn wir wollen. Zack. So, dann haben wir hier den Gravitationsgenerator verbaut. Der dreht sich auch ganz toll. Hier sind noch ein paar Maschinen drin. Da kommen wir auch rein. Hier Escape Pods. So, lasst mich raten, ihr wisst schon gar nicht mehr, wo ich bin. So, hier noch ein paar Versorgungsschächte. Ja, ist wirklich Wahnsinn. Also hier, das ist wirklich das komplizierteste Schiff, was ich glaube ich kenne. So, eine Besonderheit wollte ich noch kurz zeigen, bevor es dann weitergeht. Wenn wir hinkommen. Und zwar hier über diesen Lift kommen wir dann nochmal in den Crew-Bereich. Ich sagte, über den Lift kommen wir in den Crew-Bereich.
Und der Captain, der hat einfach die beste Bettwäsche im Verse. Und die wollte ich irgendwie nicht sagen. Oh, ist hier eine Mucke hier oben. Ist ja voll laut hier. Ja. Das ist wahrscheinlich nah an der Deckenhalle, deswegen. Die kommt wahrscheinlich von der Decke, die Musik. So, hier. Ich hab schon geguckt, ob es ein Video irgendwo hier gibt, aber es wirkt scheinbar nur Musik hier reingeschoben. Guckt euch das an. Ist das eine geile Bettdecke? Die würde ich am liebsten, würde ich auch in Real Life gerne haben. Hatte ich wahrscheinlich früher sogar, als ich noch klein war. Ja, die Gemini. Hat die einer von euch oder eine von den beiden Varianten? Ich habe die normale. Nein. Ja, ich warte ja immer noch auf eine, auf ein alternatives Tankschiff. Was ein bisschen, also ein B-Tankschiff, was ein bisschen kleiner ist. Braucht so ein fettes Ding gar nicht. Ne, so mit ein, zwei Pots. Ne, meinetwegen ein Raffineriepot und zwei Tankpots. Kommt ne, bestimmt. Das würde ich echt ziemlich cool finden. Kommt bestimmt. Jetzt hoffen. Ja, das hat doch die richtige Größe. So, jetzt hab ich mich wahrscheinlich wirklich gnadenlos verlaufen. Ich glaube, ich ist richtig. Nein, doch nicht, verdammt! Nee, du bist, glaube ich, oben mit dem hinteren Arm. Mist, ich wollte doch zum Fahrstuhl. Sieht das gleich aus hier. So, wo war das jetzt hier? Ich glaube, da. War das hier? Nee, doch, warte. Nee, hier war das, warte. Hier, nee, ah, warte, warte. Hier. Hier bin ich vorhin im Jai, genau. Ja, ja, so ist das. Ja, leider lernt man die Fahrstühle nicht bei den Wracks, weil da gibt es nämlich keine. Ja, aber ein tolles Schiff. Also wirklich, das ist auch so ein Schiff, wo man sich richtig vorstellen kann, später mal so richtig zu arbeiten. Ne? Wo man, jeder ist in seiner Station und macht und tut. Und ich glaube, Cloud Imperium Games, vielleicht haben sie es auch schon gemacht, ich weiß es gar nicht. Ich meine es gelesen zu haben, dass du jetzt auch hinten, in dem hinteren Bereich, das ist übrigens der Tankschnorchel hier, dass du im hinteren Bereich auch schon die ganze Tankmechanik durchführen kannst. Ja, da ist ein neues Display wohl eigentlich. Kannst du schon machen, ne? Ja. Genau, du musst es halt nicht vorne machen im Cockpit, sondern kannst das halt alles hier von hinten dann schon machen. Sehr, sehr cool. Na gut. Und es gibt gerade, ich weiß gar nicht, ob das immer noch aktiv ist, aber probiert es mal aus. Wenn ihr mit eurer Hull A und auch mit eurer Scorpius an diesem Schiff hier tankt, dann kriegt ihr einen UEE-Skin. Aber ich weiß halt nicht, ob das immer noch drin ist. Das war, glaube ich, im PTU damals so, ne? Ja. Müsst ihr mal ausprobieren. Ne? Und das ist ein Skin, der sieht echt ganz cool aus, finde ich. Ich dachte eigentlich, den gibt es vielleicht zur Invictus Lounge Week als besonderen Skin, aber ich denke mal, die normalen Leute sollen ja nicht mit UEE-Skins durchs Verse fliegen, deswegen denke ich mal, war es ein Bug. Sah aber ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja. So. Also entweder haben sie ein System gefunden, was automatisch generieren kann, oder es gibt einen angepassten Paint schon dafür. Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass das gewollt ist, dass man, wenn man da tankt, dass man den Skin kriegt. Also das auf keinen Fall. Wenn, dann ist es jetzt ein vorübergehendes Easter Egg vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich denke mal nicht, dass wir später mit UEE-Paints durch die Gegend fliegen und nicht bei der UEE sind. Schon geil die Stimmung, ne? Ich finde das ja auch echt cool, dass man so durch Gänge laufen muss und ewig braucht, bis man woanders ist, ne? Echt total super. So, also auf jeden Fall Eingang. Immersiv. Ja, musiktechnisch übertreiben sie diesmal. Echt laut. Aber jetzt läuft es doch gerade wieder, oder? Ja, jetzt gerade geht's. Ja, ich glaube, das war, weil wir wirklich da unter der Decke waren. So, jetzt geht's in die Senis-Halle. In welcher Halle waren wir denn gerade? Apex, ne? Oder? Ne, wir waren gerade Senis-Halle 1 und. Ja, das ist. So, gell? Ja. Das sind. Die andere ist dann, wenn es die IAE gibt, glaube ich, wieder okay. Die zweite Halle. Hm. So, und hier haben wir jetzt noch Tumble Land Systems. Und noch ein paar Schiffe von Crusader Industries. Die haben in die große Halle einfach nicht mehr reingepasst. Ach ne, Tambulances haben wir unten. Haben wir hier gar nicht. Die sind extra nochmal. So, dann fangen wir hier an mit der Iron. Ne, das ist ein Schiff mit einer
Size 9 war das, ne? Laser Cannon vorne nee, drauf? 7. 7, ja gut, dann gut 7. Was war denn Size 9? Wer hat denn das nochmal? Nur die Großkampfschiffe. Achso, aktuell. Aktuell noch keiner, gell? Ja. Genau, hier vorne, da ist sie drauf. Ne? Wurde am Anfang oft geflogen, wurde in Dogfights absolut dominiert. Haben sie dann irgendwann ein bisschen genervt, auch von der Manövrierfähigkeit ein bisschen verschlechtert. Dann haben sie sich alle beschwert, dass man das ja jetzt nicht mehr so geil benutzen kann wie früher. Und ja, und jetzt ist es so, wie es ist. Ja, Freunde, wir müssen halt immer gucken, dass das Ganze letztendlich für uns auch noch spielbar bleibt. Ne? Wenn so ein Schiff reinkommt mit so einer starken Kanone und natürlich alles platt macht, egal was da kommt, dann kann das natürlich erstmal nicht so bleiben, ne? Logischerweise. Ob das im Endeffekt dann nochmal verändert wird und angepasst wird, was es auf jeden Fall wird, ne? Das steht auf einem ganz anderen Zettel. Aber erstmal muss das natürlich, muss das natürlich so gebalanced werden, dass da keine Übermacht entsteht. Deswegen. Ja, aber also sie bekommt ihre alte Stärke auf jeden Fall so. Ja, denke ich auch. Ist aber eigentlich ein Schiff, was nicht gegen leichte Fighter kämpfen sollte, sondern eher gegen Großkampfschiffe, ne, so wie die Idris oder sonst was. Und wenn so ein Schiff, ich sag jetzt mal, 5 Sabers oder Arrows platt macht, dann stimmt da irgendwas nicht. Ne, also jetzt, ich sag jetzt mal, wenn die Piloten gleich gut sind, sagen wir mal so. Ne. Ja, aber auf jeden Fall ein schönes Schiff. Die Waffe muss auf jeden Fall ihre alte Stärke wiederkriegen, weil ich weiß nicht, wie sie es sonst erklären sollen, wenn jetzt andere Großkampfschiffe mit Size-7-Waffen kommen, die dann starke Size-7-Waffen haben und das Schiff hat dann eine schwache Size-7-Waffe. Ja, das stimmt schon. So, und auf der anderen Seite haben wir dann den Bruder oder die Schwester, je nachdem, das ist die Inferno, die hat halt statt einer Laser-Cannon hier vorne eine dicke Gatling drauf. Und die ist auch geil. Wenn die losraddert, das ist schon ziemlich cool. Und auch wie die Kugeln, wie die wegfliegen und so, das sieht schon mega geil aus. Und ich finde auch die Lackierung unheimlich geil mit diesen hexagonalen Pattern und so. Das sieht schon ziemlich cool aus, das Ding. Ja, aber es ist halt auch, finde ich, einfach ein Schiff, was einen ziemlich speziellen Zweck erfüllt. Ne? Also dann kann man eigentlich wirklich nur in eine Schlacht ziehen. Sonst und eigentlich auch nur mit mehreren Leuten. Alleine muss man das eigentlich auch nicht machen. Ne? So, und dann haben wir hier die Mercury Starrunner. Auch eins der absoluten Favorites der Community. Ne? Das war damals hier Carrick. Bei der Carrick war das mit dem Gib. Ne, aber das kam dann auch und das war wirklich, also die Mercury Starrunner war so beliebt, war auch ein asymmetrisches Schiffdesign, total geil und auch vom Inneren, also wirklich sowas von ausgefeilt, das müssen wir uns eigentlich jetzt auch nochmal kurz angucken. Und diese ganzen Rampen da hinten, ne, habt ihr die auch? Die Rampenexzesse, ja, ne, ich warte auch. Mal, ich mach das mal kurz weg, ja. Dann ist das aus dem Bild raus, hier einfach auf Optionen einmal gehen und dann war das, glaube ich, bei Game Settings oder? Vorne, ja, bei den ersten. Und dann relativ weit oben, glaube ich. Ship oben? Entry Labels Enable. Genau. Ship Entries Enable No. Genau. So. Und schon sind sie immer noch da. Voll gut. Hey. Nee, jetzt sind sie weg. Alles klar. So, dann haben wir hier den Frachtraum. Total geil. Und wer denkt so, oh, hier, das ist aber, da kann man aber. Und dann, nee, hier gibt es einen Geheimgang nämlich. Und hier haben wir dann nochmal so ein paar Standard-Cargo-Units, die wir hinstellen können für die Schmuggelware. Das ist nämlich ein Schmuggel-Data-Runner-Schiff. Ne, und hier unten haben wir diese Gänge, wo wir uns dann so unter dem ganzen Schiff durchschleichen können. Auch total geil. Überall gibt es dann gewisse Ausgänge, die wir nutzen können. Ne, ist so ein bisschen der Millennium-Falke von Star Citizen, wenn man mal nennen darf. Hier zum Beispiel kommt man raus, ne, kann man aufmachen. Da gibt es halt die verschiedensten Luken. Hier ist auch wieder einer. Ne, total gut. Ne, und auch der Sound und so. Ah, das ist schon mega geil. Ach geil, der Herr Corso, grüß dich. So, zack, da ist er im Scanning-Bereich verschwunden. So, und hier ist die andere Tür. Die ist halt auf der anderen Seite. Ne, da ist auch eine Geheimtür, die ist normalerweise zu. Ne, da müsst ihr halt hier so ein verstecktes Panel aufmachen. Und dann geht die hier auf. Ist natürlich so eine Sache. Ne? Wenn es jeder weiß, ist es ja auch nicht mehr geheim letztendlich. Aber ja, wer weiß, ne? Vielleicht gibt es ja später ein oder andere Leute, die wissen das eben nicht. Ne? Hier unten auch die ganzen Komponentenschächte verbaut. Kann natürlich alles auf und zu machen. Ne? Total super. So, dann haben wir hier einen Fahrstuhl. Den können wir hochfahren. Wir können aber auch hier einfach hochklettern. Ja, machen wir meistens, es geht schneller.
So, dann sind wir hier im Computerraum. Hier ist dann letztendlich die ganzen Daten, die dann hier verarbeitet und transportiert werden. Das wird auch ein richtig cooles Gameplay, glaube ich. Data Runner Gameplay, freue ich mich total drauf. Und wird dann auch irgendwie im Zusammenhang wahrscheinlich hier mit diesem Scanning-Raum stehen. Wie auch immer. Da kann ich mir auch noch nichts drunter vorstellen, ehrlich gesagt. Na, hier wieder so. Zu dem unteren Bereich. Ich glaube, da ist der Korso gerade hochgeklettert. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Könnt ihr euch was vorstellen unter Data Runner Gameplay? Na, bestimmt sowas wie Spionage, denke ich mal. Und also, dass du Daten abfängst und dann irgendwo hinbringst? Oder? Genau, sowas ähnliches. Also wie bei der, wie heißt dein altes Schiff für die News von die, Drake? Herald? Die Herald. Herald, genau. Das wird halt so ähnlich sein, dass du halt dann Daten halt von einem System in ein anderes bringen musst. Ja, kann sein. Ja, dann haben wir hier noch zwei Turrets, einen für unten und einen für oben, ne? Auch sehr, sehr cool animiert, ne? Macht auch richtig Bock. Sollte auch besetzt sein, wenn ihr hiermit fliegt, denn sonst seid ihr hier nicht so gut bewaffnet. Und dann haben wir auf der linken Seite noch einen kleinen Aufenthaltsbereich, da können wir reingehen. So, dann haben wir hier ein Schachbrett. Wir können auch wirklich Schach spielen, ne? Wir können hier die Figuren anwählen und Schach spielen. Total geil. So, und es gibt hier sogar noch einen kleinen Geheimgang. So, wollen wir den verraten oder lieber nicht? Das können die Leute ja selber rausfinden, wenn sie das Schiff leihen. Genau. Findet mal raus, wie ihr den Geheimgang öffnet in diesem Raum. Na, das ist mir echt eine ziemlich witzige Sache. Wollen wir einen kleinen Tipp geben, oder? Du kannst ja sagen, es hat mit dem Schachspiel zu tun. Genau, es hat was mit dem Schachspiel zu tun. Mehr sagen wir aber nicht. Oha, was ist das denn hier? Schnell durch. So. Okay. So, dann haben wir hier noch den Aufenthaltsbereich. Ne, auch hier. Oh, können wir mal aufräumen hier. Das ist ja aus. Ne, haben wir einen kleinen Geheimgang hier unten. Ne, hier unten unter dem. Da müssen wir. Ja, dann kann man den hier aufmachen. Ne, ich denke mal, später werden wir hier nicht raufklicken. Da wird es wahrscheinlich irgendwo einen Knopf geben, vermute ich mal. Ne, das sind übrigens alle Lichtschalter hier. Ne, hier können wir uns dann hinlegen, ausloggen. Ja, es ist schon wirklich ein schönes Schiff. Nicht umsonst sehr, sehr beliebt. So, und hier vorne sagte ich ja vorhin, bei der Starlifter, ne, das erkennt man halt, das sind die gleichen Türen, ne, das Design von Crusader Industries. Licht kann man hier, wie gesagt, an- und ausmachen. Ne, und hier vorne erkennt ihr das auch, ne, das sind halt diese gleichen Stühle. Ne, wir haben hier in der Mitte, obwohl hier, hier haben wir das gar nicht mit den Waffen, ne, aber hier haben wir an der Seite so ein paar Waffenwecks. Ja, Mercury Star Runner, auch unbedingt mal ausleihen, mal fliegen, super geiler Sound, einfach ein wunderschönes Schiff. Und ich bin auch ebenfalls sehr stolz, es in meiner Flotte zu haben. Und ihr habt das sicherlich auch alle, oder? Ich hab's auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr geil. So. Dann gucken wir uns dieses Schiff an. Das ist die Mercury Star Runner. Nein, keine Ahnung. Warum die hier zweimal steht, weiß man auch nicht, ne? Ja, wahrscheinlich nur um den Raum zu füllen oder so. Keine Ahnung. Kann sein. Ja gut, hätten sie einmal weglassen können. Ah, ja. Aber es war schon immer zweimal drin. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber es kann natürlich sein, wenn noch ein anderes Schiff irgendwann mal von denen kommt, dass sie dann da einen Platzhalter halt haben. Ansonsten ist das 1:1 wirklich die gleiche Messehalle, ne? Ja. Ah, da sind die Ramp-Accesse wieder. Toll. Ja, wenn du auf australischen Servern unterwegs bist zurzeit, siehst du alle Spieler. Echt? Ach stimmt, ja. Das hatte ich auch schon. Stimmt, die ganzen Namen, ne? Ja. Ja. Ich krieg schon wieder tierischen Durst. Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Beides. Aber wir sind ja fast fett durch. Genau, jetzt sind wir noch unten, noch Tumble angucken. Da gibt's auch noch ein paar Fahrzeuge, die ganz interessant sein könnten. Die ganze Fahrphysik, die ändert sich ja auch jetzt. Ich glaube, kann auch sein, dass das sich jetzt schon verändert hat. Denn wir sind ja neulich
mal so ein bisschen rumgefahren und das hat sich schon so ein bisschen angefühlt, als wenn die das schon wieder bearbeitet haben. Die sagen ja immer, das soll nicht so Arcade sein, dass man so ein Arcade-Gefühl hat beim Fahren, sondern es soll sich ja wirklich realistisch anfühlen und auch verhalten. Und wir hatten es ja an dem Inside Star Citizen gesehen, dass die Tumbles auch, oder alle Fahrzeuge, wenn ihr da nicht genug Schwung habt und einen steilen Berg hochfahrt, dass ihr dann einfach nicht weiterkommt, ne, sondern dann einfach wieder rückwärts runterfällt, ne, und sowas. Ne, und sowas wird halt auf jeden Fall kommen. So, dann haben wir natürlich auch hier wieder Fahrzeuge, die für die UE interessant sind. Deswegen den Racer wird es hier nicht geben. Wir haben hier einmal den MT. Der hat oben ein ballistisches Gewehr drauf und ein paar Raketen oben drin. Die könnt ihr abschießen. Da habt ihr einen Fahrer und wenn ihr die abschießen wollt, müsst ihr hier hinten reingehen. Da habt ihr dann die Möglichkeit, das zu benutzen. Dann haben wir hier einmal den Anti-Air. Das ist der AA. Der hat auch ein paar Raketen hier hinten drin. Die fahren dann da hoch und schießen raus. Kann man auch machen. Ist natürlich, ihr reißt damit jetzt nichts wirklich was. Also damit holt ihr jetzt keine Hammerhead vom Himmel. Das ist gegen leichte Jäger. Und wenn ihr damit trifft, ist gut. Im Grunde genommen sind die eigentlich nur geil, wenn ihr da, keine Ahnung, 20 Stück von habt und die sind auch besetzt. Und dann gebt ihr da richtig Gas mit. Alleine irgendwie, das ja, macht nicht so einen Sinn. Ne? So, dann haben wir hier noch den... EMP. Der hat noch einen... der EMP, der hat den hier? Ja. Der AA? Echt? Der mit der Racke, ja. Ah, okay. Ich dachte, der andere, der Scanner, hat den EMP. Nein. Ah, das ist interessant. Ah ja, krass, cool. Aber da könnte aber auch Hammerhead trotzdem nicht, ne? Nee. Wahrscheinlich ist das eher so gegen Dragonflies und so, ich weiß nicht. Ja. Also müsste halt, wie gesagt, müssen wir eh mal abwarten. Da wird noch viel kommen, da funktioniert auch vieles nicht. Ne? Ja. Das ist. Genau, hier haben wir dann die TR-Variante. Die TR steht für Turret, ne? Das ist, da oben habt ihr eine Gatling drauf. Ist ähnlich wie der MT da vorne, ne, den wir uns gerade angeguckt haben. Hier, wo ist er? Der hier, genau, nur dass ihr halt dort keine Raketen drauf habt, sondern halt eine Gatling. So, und das ist hier der Scanner, ne? Das Scan-Modul. Ja. Genau. Der RN. Das ist so ein Aufklärer. Ne? Damit könnt ihr dann halt ein bisschen weitere Scans machen und wahrscheinlich Basen auskundschaften, indem ihr daran sneakt. Der Vorteil an solchen Schiffen, wie zum Beispiel der Mist, die wir uns gerade angeguckt haben, und diesen ist halt einfach, dass ihr wirklich klein seid, wenig Signatur aussendet, aber trotzdem eine sehr hohe Reichweite habt, um halt Sachen auszukundschaften. Das macht es halt letztendlich dann aus. Ne? Jo. Ja, fehlt der normale Tumble, fehlt noch und der Racer, ne? Sonst hätten wir, glaube ich, alle ja. Hier, ne? Genau. Ah, hier steht nochmal ein Panzer. Den hatten wir uns ja gerade auch schon mal angeguckt. Ne? Ja, wie gesagt, probiert den auf jeden Fall mal aus, den Panzer. Das ist wirklich echt ein cooles Ding. Habt ihr hier diese Size 5 Waffe hier oben drauf. Das ist wirklich, die macht ordentlich Schaden, also das ist echt enorm. Und dann habt ihr hier oben noch ein paar, also Remote Turret habt ihr noch und ihr habt sogar hinten noch ein paar Raketen drin. Na, also das ist schon, kann man schon was machen mit. Ich habe gleich wieder Bock damit, was zu machen. Fährt sich auch relativ gut zur Zeit. Total, ja. Ja, eine Zeit lang war es halt so, fand ich, dass man da mit die Rampen nicht hochgekommen ist. Sind wir irgendwie da runtergefahren. Nee, also man kommt damit ganz gut überall, also man kann fast senkrecht sogar Berge hochfahren. So, und dann haben wir hier einen Ranger. Ist wahrscheinlich auch der TR, genau, der mit den Turrets an der Seite. Das ist ein Motorrad, auch heiß ersehnt. Ist aber mittlerweile, glaube ich, zum Ende des Jahres auf der Roadmap erwartet. Also da soll das wohl irgendwie final, also fertig werden. Müssen wir mal gucken, ob wir es dann bekommen. Es kommt ja immer darauf an, auf der Roadmap, welche Teams da jetzt gerade dran sind. Wenn das jetzt eher so die Concept Artists sind und Lore-Team, dann, na, dann dauert das noch ein bisschen. Es muss dann letztendlich die Vehicle Feature und VFX, wenn die dran waren oder dran sind, dann weiß man, das neigt sich dem Ende zu. So kann man das immer so ungefähr sehen. Aber die Motorräder, das sind auch so Vehicles, die, da warten wir alle drauf. Gibt es, glaube ich, auch insgesamt 4 Varianten von, glaube ich, ne? Eine Fracht, eine jetzt, Racer. Ich kenne 3 Stück jetzt, die und dann halt noch die Racer und die Fracht. Ja, kann auch sein. Ja, ich glaube, eine mit Raketen gibt es, glaube ich, nicht, ne? Nee. So, und
Und das hier ist auch ein absolutes, heiß begehrtes Schiff vom Musashi Industrial and Starflight Concern, ein Exploration-Schiff. Die Odyssey, das ist, ja, haben wir ja auch jetzt, ist noch ein Konzept, ne, logischerweise, sonst wäre es ja hier jetzt nicht ein Holodeck. Und ja, leider wieder gar kein Größenvergleich da. Ne, das Ding ist wirklich riesig. Glaube ich sogar ein Tick größer als die Carrick, ne? Ja, ist glaube ich um die 200, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nee, also 145 Meter lang. Oder 145. Aber Capital Schilder, ein paar andere Capital Komponenten noch. Unten so ein Mining Cockpit mit einem Traktorstrahl und Mining Arm dran. Mhm. Ein riesen Hangar. Rein eine eigene Raffinerie, glaube ich, ne? Ja. Genau, genau. Ja, ein super Schiff. Also wirklich, da, ich freue mich da auch total drauf. Außerdem sieht die auch geil aus, ja, finde ich, ne? Ja. Bevor du fragst, ich hab sie. Und wer noch? Ja, du hast da sowieso alle immer. Ach nee, das war Space, der immer alle hat. Ich hab alle. Du hast die auch, ne? Ja, ja, klar. Absolut alles. Und Corso, hast du zugeschlagen, oder? Nö. Nö. Ja, ist halt immer so eine Sache, ne? Ich meine, irgendwie will man ja auch solche Sachen noch in-game sich erfarmen. Das ist ja auch gerade geil, ne? Wenn du jetzt letztendlich alles hast, was willst du denn dann noch? Wofür willst du denn Geld verdienen? Ne? Es ist ja gerade cool, sich wirklich da so den Traum zu erfüllen, dann eines Tages da mit seinem verdienten Geld sich so ein Schiff zu leihen und dann weit, weit entfernte Galaxien zu erforschen. Ne? Das ist, ist schon geil. Ja, Freunde, so viel zum siebten Tag der Invictus Launch Week. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Intergalactic Aerospace sage. Warum fängt das auch beides mit I an? Das ist doch nichts für einen alten Menschen wie mich. Der bringt das doch ständig durcheinander. Und dann in zwei Tagen haben wir Drake Interplanetary, die DefenseCon, wo wir uns alle tierisch drauf freuen. Das ist auch mein persönliches Highlight, muss ich sagen. Das wird absolut cool. Das wird auch nicht in diesen Hallen hier stattfinden, sondern da wird es eine eigene Halle für geben am Spaceport, am August Dunlow Spaceport. Da müsst ihr einfach nur den Reifenspuren folgen auf dem Boden. Und dann findet ihr die. Ne, total super. Und da sehen wir uns dann spätestens wieder zur Drake Defense Con. Auf jeden Fall. Und ihr seid auch wieder mit dabei. Ja. Logo. Sehr geil. Freue ich mich. Und ihr seid hoffentlich auch wieder mit dabei. Da gehe ich mal stark von aus. Also Freunde, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Guckt euch die Messe an, leiht euch die Schiffe aus, probiert die aus. Gerade die Mercury Starrunner, ne, müsst ihr unbedingt mal fliegen. Also macht das und viel Spaß dabei. Also macht's gut, tschüss. Ciao. Tschüss. So, und heute ist Spooner gar nicht dabei, ne? Haben wir gar keinen Schmolz hier.